Ja, fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta. Ja, das letzte Mal sind wir stehen geblieben in Shibuya. Soweit ich mich noch richtig erinnere. Ja. Hey, erstmal den Trainingsmodus. So, in Tokio Shibuya. Genau. Wie ich mich richtig erinnere. Nachdem wir den City Slide hatten und Shibuya komplett von einem Monster zerstört worden ist. HQ, Setekista, Kyori Gomar. Daishou wa Hokutou ni mukatte idou chuu. Okure. こちら本部了解した。作戦を開始せよ。了解。打撃用意。撃て。アイセンシャ砲用意。撃て。HQ、対象は無傷。効果は見られない。理解し、効果は見られない。 にしては、ちょっと度が過ぎるんじゃないかしら。いいわ、私が止めてあげる。 Dann kann ich jetzt mit meinem Monster erschienen. Der Monster ist es irgendwie richtig easy, die Mongolie zu besiegen. Also, wo sind wir? Naja gut, stimmt. Ich hatte ja auch vielleicht, glaube ich, gestellt. Ich weiß es ja schon gar nicht mehr. Ist ein bisschen näher. Boxt er mich hier in der Luft weg? Eier. Dann weicht er einfach aus. Ich glaube, ich werde größtenteils mit meinen Monstern kämpfen. Ich meine, es ist auch schon praktisch. Man kann einfach in der Luft weiter hochspringen, um auszuweichen. Das hört aber auch nicht auf, wenn ich mit Mukuli. Die Story besteht irgendwie größtenteils daraus, das Multiversum zu zerstören. Zu zerstören, genau, es ging zu retten. Aber immer nur gegen Mukuli. Ach, das war schon die Welt besiegen. Was ist mit dem Kampf 6 passiert? Wie habe ich den nicht gemacht? Ich verstehe es nicht. Hier ist schon der Kampf 9. Hä?
gerade war es Kampf 6 und Quatsch, Kampf 7 und jetzt ist Kampf 9. Sehr schön, sehr schön. Einfach einen Necken Slash mal zu spielen, ist eine schöne Abwechslung tatsächlich. Wo man sich einfach durchprügeln kann. Aber ich muss sagen, ich mag hier Schmetterling irgendwie mehr als... oder Lilith, keine Ahnung. War ja im letzten Part. Da hat man es gesehen. Ich nenne sie Lilith. Ja. Mehr als den... den Drachen. Gugila. Drei Kämpfe habe ich ausgelassen. Und ich weiß immer noch nicht wie. Kann man die Kämpfe irgendwie nachholen? Irgendwo muss ich die aber verpasst haben. Deswegen... ja. Aber hier komme ich ja nicht lang. Nee. Da habe ich aber mächtig Schaden erlitten drin in diesem Nebel. Habe ich mir aber auch tatsächlich schon gedacht, muss ich sagen, dass man den nicht, da nicht rein kann. Aber ein Versuch war es ja trotzdem wert. Halt! Gott, das war knapp. Aber das immer gleich alles direkt, wenn mal ein bisschen Schaden ist, dass alles direkt in Erdrunden gleich gemacht wird, beziehungsweise runter einfach absinkt, finde ich schon, naja. それは結構だ。今回の騒ぎじゃ展開の奴らの輪っかは稼げそうにないが、混沌が生み出すこの宝玉、これはこれで面白い。もしかして商売の話かしら？ふん、察しがいいな。 ゲイツオブヘルへようこそ。今回はこいつでお望みのものを都合してやるぜ。もちろん兵糧の持ち込みも大歓迎。特別な物を融通してやろう。 Oh yeah, upgrade people, upgrades. Grüner Kräuterlutscher, grüner Megakräuterlutscher, lila Zauberlutscher, Megalutscher, blutroter Rosenlutscher. So viele Lutscher hat der im Angebot. 29.000 habe ich. Wiederbelebung erhält bestimmt Zeit durch Angriff auch gegen Essenz. Unverwundbar. Vorbeigehen unverwundbar. Mehr Angriff.
Verbrauch von Zauberkraft. Zauberkraftherstellung und Leben. Hm. Ja gut. Gucken wir mal, was so ein Zubehör ist. Zu einem Gegner, ohne sie zu provozieren, erhöht nach vollständigem Verbrauch der Zauberkraft an der deren Regeneration. Erzürnt werden. Ermöglicht die automatische Ausführung von Kombos defensive Aktionen durch wiederholtes Drücken. Ah, das gibt's nicht. Ah, das habe ich schon. Und seine Schätze sind... Okay, alles nix. Weltbewegendes, wie es aussieht. Brauche ich gerade dann im Moment nix. Kunstwaffenzubehör, okay. Mhm. Der G-Prügel. Okay. Nur die Ruhe. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie komme ich ins Menü. Aha, okay. So. Sehr schön. Oh, sehr schön. Den Gehprügel, den nutze ich erstmal ein Weilchen. Eine schöne Keule. Vielleicht ein bisschen groß, aber ansonsten, ja, kann man nicht machen, ne, würde ich sagen. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da unten. Sehr schön. Ja, gut. Ja, ich bin gleich mal wieder zurück. So, jetzt rede ich aber auch nicht mehr in Zeitlupe, sondern richtig. Okay, kann ich nicht zerschmettern. Logic, ich habe so einen Riesenprügel und komme da nicht durch. Ja, ich merke schon. Und... Nix, Sackgeschütz. Zack. Das war's schon? Schon wieder zwei Kämpfe übersprungen. Ein bisschen regt mich das schon auf, muss ich sagen. Nicht, dass das nachher auf meine Bewertung zurückfällt von dem Level. Das wäre natürlich ganz besonders scheiße. Was ist denn das? Ich hab einen Kräuterlutscher gefunden. Das ist doch mal was Schönes. Oh. Vollangriff. Betäubte Gegner können mit Angriffen deiner Höllendämonen oder solche Rüstung die Chance auf einen Vollangriff zu erhalten. Okay. Drücke bei der Aufforderung X, um ein maßgeschneidertes Folterinstrument weiter zu zaubern. Okay. Ja.
So. Dann wollen wir doch mal die Foltermarine. Oder auch nicht. Kümmern wir uns erstmal um das Ding hier. Mokuli sind mal wieder ein einfaches Spiel. Vielleicht hätte ich auf normal stellen sollen. Ah, Messermann ist vorsichtig, würde ich sagen. Und spielt schließlich Spieler aus Spaß, nicht um sich selbst herauszufordern. Naja, obwohl jeder hat ja seinen eigenen Spielstil. Ach, nach da drüben muss ich. Ha! Sie nimmt noch die Form des Drachen an. Oder was das auch war. Ne, in der Gorgone war es nicht. Ah, ich bleib bei Drachenform. So. Kuriere von Achanes Netz. Arachnesnetz, einem zwielichtigen und äußerst exklusiven Lieferdienst, der großes Angebot an mehr oder weniger legalen Waren. Ich denke, da ist gar nichts legal. Weil sehen wir, wurden gar nichts begegnen sollte, greift sie an und schnappt ihr die Ware. Kräfte der Umbra freischalten. Auf der Registrierkarte Techniken im Untermenü kannst du die maximale Lebens- und Zauberkraft erhöhen und besondere Talente freischalten. Ja. Nutze Hexenherzen, um deine maximale Lebenskraft zu erhöhen und setze Mondperlen ein, um deine maximale Zauberkraft zu steigern. Okay. Während du diesen Gegen erkundest, kannst du in deinen Truhen von anderen Quellen spezielle Items finden. Um neue Techniken freizuschalten, benötigst du Dämonenblut, das du im Kampf verdienen kannst. Jede Technik erfordert eine bestimmte Menge davon. Dämonenblut erhältst du, indem du lange Kombos ausführst, ohne die Rüstung des Gegners und Angriff deines Höllendämonen durchbrichst. Okay. So. Wieder an der Oberfläche. Oh, ja. Also, ich muss diese epische Laufanimation selbst machen. Ich kann keine Kamerafahrt machen, aber so laufen. So. Zack. Zack, zack. Leider schießt sie nicht so schnell. Aber mit dem Knüppel. Mit dem Knüppel kann man doch schon einiges gut machen. Wieder weg. Was ihm an Geschwindigkeit fehlt, macht er mit Kraft und Gewalt wieder weg. Ei. Zack. Zack. Und die teilen sich einfach diese Quallen. Sehen und wie
ob ich ihn noch schnell genug zerstöre. Ja. Sehr schön. Oh, ein Rhino. Oder würde ich als Rhino betiteln? Sehr schön. Minuten habe ich für das Level gebraucht, also fast gesamt. Ja, kommt hin. Ich hatte ja noch 3 Minuten im letzten Part in dem Level. Geld regiert die Welten, bitte. Wird Zeit, sich um Geschäfte zu kümmern. Zeiten, die diese bringen, ordentlich wie Knete. Betritt das Tor zur Hölle, drücke Kapitel aus Salminus, um das Tor zur Hölle einzukaufen. Okay. Du hast die 3 Farbschlüssel erhalten. Keine Ahnung, was es bringt, aber es klingt gut. 3 Farbschlüssel. Okay, mit Hilfe dieser Schlüssel sollte es dir gelingen, das Siegel des alten Bilderbuchs zu brechen und das Tor zur Hölle zum Verkauf angeboten wird. Okay. Hier kannst du nicht nur dein nächstes Ziel auswählen, sondern auch Plus drücken, um dein Menü aufzurufen und zu trainieren, die Einstellung zu ändern und mehr. Nachdem du dir ein Kapitel abgeschossen hast, kannst du einen beliebigen Checkpoint auswählen, um ab dort erneut zu spielen. Okay. Warum sind jetzt so viele Dinge? Die Welt von Bayonetta 3. Ab sofort kannst du die Galeriebilder betrachten und Musik anhören. Deine Sammlung lässt sich erweitern, indem du im Spiel spezielle Items findest. Um die Galerie aufzurufen, drück Plus in den Kapitelauswahl und wähle anschließend die entsprechende Option. Ja gut. Das wird zwar ein etwas kürzerer Part, aber ich denke, das bietet sich jetzt ganz gut an. Da würde ich so noch sagen, tschüss, hauen Sie rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich. Bis dahin würde ich nur sagen, tschüss und tüdelü.